Ja, hallo, meine lieben Freunde der Rundenstrategie. Auch die Freundin grüße ich an der Stelle herzlich. Ich habe es wieder rausgeholt, Gloomhaven, einfach auf den Tisch geknallt, abgestaubt und gesagt, es geht wieder los. Es hat einfach einen einzigen Grund. Es hat zwei einzige Gründe. Erstens, ich hätte mal vor einiger Zeit gefragt, ey, was ist denn eigentlich so euer Lieblings... Ja, wie soll ich sagen, Let's Play auf dem Kanal? Was gefällt euch? Was macht euch richtig Spaß? Und haben die meisten gesagt Gloomhaven. So. Und ich war erstaunt, weil Gloomhaven ist schon so alt. Ja, es ist schon so lange her. Und nichtsdestotrotz, ihr klickt da drauf wie die Verrückten. Da gibt es Leute, die machen immer noch mit. Und ich bin absolut begeistert davon. Weil ich einfach sagen muss, das hätte ich nie gedacht. Schon damals nicht. Also als ich Gloomhaven dachte, okay, das ist so ein kleines Spiel. Mal gucken, die Partys mitgucken. Und es ist also völlig abartig, wenn ich mir die aller erste Folge angucke. Da bin ich heute bis immer... Ich bin immer noch total verwirrt. Ne? Das geht bei mir nicht rein. Okay. Für alle, die neu bei mir auf dem Kanal sind und sich das jetzt anschauen, es ist so ein kleines Vorgeplänkel jetzt erstmal in der ersten Folge von 5 Minuten plus. Und dann geht es direkt in das Spiel rein. So. Wir werden jetzt eine neue Kampagne starten mit einer Schwierigkeit. Und zwar spielt Pancake eine Stufe schwerer als sonst. Und zwar, er spielt ohne Mona Lee. Ja, ich spiele ohne Mona Lee. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass da ganz viel Holzkeil durchgebissen wird, ne? Für die Profis unter euch. Ich konnte aber nicht widerstehen. Ich sage zu euch immer wieder, ich bringe das, von dem ich überzeugt bin, dass es ein gutes Spiel ist. Es macht mir Spaß. Und es ist präsentierungswürdig. Und das stimmt bei Gloomhaven für alles einfach. Und vor allen Dingen bei dem Andrang von der Community kann ich einfach nicht mehr wegsehen. Auch wenn das Spiel wirklich so ist, dass man ernsthaft, Leute, das sage ich jetzt ganz ernsthaft, man muss denken, man muss Züge voraussehen, man muss Einheiten genau kennen, man muss seine Einheiten kennen und so weiter, damit man da möglichst optimal durchkommt. Und jetzt, meine lieben super, super, super Profis, bitte eins noch, ich muss wieder reinfinden in das Spiel, ohne dass irgendein Spielleiter oder ein erfahrener Spieler dabei ist. Ja, ich bin schon weit gekommen in Gloomhaven, aber ich habe eins noch nie geschafft. Wir haben es nie geschafft, die Kampagne durchzuspielen. Mona Lee und ich sind nicht mehr dazu gekommen. Jeder, der meinen Kanal kennt, der weiß wieso. Nichts Trauriges, nichts Schlimmes. Einfach erfolgreiche Reproduktion, nennt man das. Okay, genug des Vorgeplänkels. Wir steigen jetzt in das Spiel ein. An der Stelle normalerweise auch für Externe nochmal gesagt, taucht da irgendwelche Rabattscodes oder andere Links auf und mein Partnershop oder sonst irgendwie macht das. Ich habe hier einen kleinen Hobbykanal. Ich bitte es immer zu beachten auch, ja? Okay? Also das ist wirklich meine Freizeit und ich mache es einfach nur, um mit euch ein bisschen Spaß zu haben bei solchen Spielen. Wer mit mir und meiner tollen Community noch einen direkteren Kontakt hat, der kann auch gerne bei mir auf dem Discord-Server vorbeikommen. So, that's it. Und dann gehen wir mal rein, und zwar in die Kampagne. Und wir werden jetzt nicht fortfahren klicken, wir werden nicht laden klicken, wir sagen neu. Ich spiele auf der Schwierigkeitsstufe normal mit einer gewissen Variante. Ja. Original der permanente Verbesserung betreffen alle derzeitigen zukünftigen Söldner in der gleichen Klasse. Verbesserungen können nicht verkauft werden oder Variante. Temporäre Verbesserungen betreffen einzelne Söldner und können entfernt werden, um 25% der ursprünglichen Kosten zurückerstatten. Die Kosten wurden auch neu ausbalanciert, um zum Experimentieren anzuregen. Sternchen ist es empfohlen. Ja. Was machen wir jetzt als Gildenname? Und ufts, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich war so lange hier gesessen und habe gedacht, welche lustigen Gildennamen kann man sich aussuchen. Es ist egal, wie ich es mache. Es wird natürlich eh schief gehen, weil ich es alleine spiele. Und das sind die Doomies. Halt, nein! Das sind die Gloomies! Mir ist wirklich nichts eingefallen diesmal, Leute. Es war ganz, ganz, ganz schlecht. Wir gehen auf Fortfahren. Und ich habe mir diesmal vorgenommen, meine Damen, meine Herren,
Ich werde ins Regelwerk schauen mit euch, wenn etwas unklar ist. Ich werde euch Dinge erklären, so ein bisschen am Anfang noch als Tutorial-Charakter. Desto weiter wir kommen, desto, wie soll ich sagen, desto weniger Erklärbär-Modus hole ich da raus, ja? Aber ihr sollt meine Schritte und meine Überlegungen nachvollziehen können. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass ihr das wisst. Wer sowas nervig oder uninteressant findet und hofft, dass es hier schnell durch und bla und der Pancake, das machen wir hier nicht. Ich stelle mir immer vor, da sind noch ein, zwei, drei Leute bei mir im Raum und wollen Gloomhaven ein bisschen erklärt bekommen und da Spaß dran haben und die Sachen verstehen. So versuche ich es jetzt mal, euch zu präsentieren. Ich weiß es nicht, ob es funktioniert, ne? Also ich spiele auf jeden Fall die Pranken des Löwen, das mache ich auf jeden Fall. Angriffsmodifikatoren. Jetzt ist wichtig, ich muss meine Hausregeln mir anschauen. Wie geil ist das denn? Wir haben Hausregeln in dem Spiel, die wir einführen können. Original. So. Bei den Angriffsmodifikatoren nehme ich Variante plus 2 und minus 2 Angriffsmodifikatoren. Ich weiß nicht, was alles an Updates reingelaufen ist, aber ich erinnere mich sehr, sehr gut und sehr, sehr stark daran, wie unglaublich heftig das in manchen Szenarien war, dass wir in so einer unglaublich hohen Anzahl mal null gezogen haben, Monali und ich. Ich habe lange deswegen in Therapie gemusst. Ja, und ich will es nicht mehr riskieren, daher mache ich das Spiel etwas kaputt und nehme mal 2 und mal 0 raus und ersetze sie durch plus 2 und minus 2 Angriffsmodifikatoren. Die, die das Spiel nicht kennen, werden es schnell verstehen, worum es sich dabei dreht. Es ist aber wichtig, jetzt am Anfang laut und deutlich auszusprechen. So. Original, der Null-Modifikator kann bei Vorteil auftreten. Variante, der Null-Modifikator kann bei Vorteil nicht auftreten. So mache ich. Sichtlinie, Original, Standard-Sichtregel oder Variante, zusätzliche Feld mit der Sichtlinie. Hashtag empfohlen. Variante, zusätzliche Feld mit der Sichtlinie. Erklärt mir dieses Spiel das noch? Ja, eine Linie kann von der Mitte oder einer beliebigen Ecke des Angriffsfelds bis zur Mitte oder zur beliebigen Ecke des Verteidigerfelds gezogen werden, ohne dabei den Teil einer Wand zu berühren. Und hier kann eine Linie von einer beliebigen Ecke des Angreifefelds zu einer beliebigen Ecke des Verteidigerfelds gezogen werden, ohne dabei den Teil einer Wand zu berühren. Dann hat ein Charakter eine Sichtlinie. Ich lasse es auf den empfohlenen Einstellungen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Hier lasse ich es auf den Empfohlenen. Das Einzige, was ich nicht mache, ist die Angriffsmodifikation. So, der Rest ist jetzt erstmal egal. Alles muss ich jetzt da auch nicht unten drunter erklären. Das sind Standardregeln, die werden wir jetzt gleich im Spiel sehen. Deswegen erkläre ich es jetzt nicht nochmal. Aber ich wollte jetzt keinen Fehler machen. Ich wollte das DLC anhaben. Ich wollte die richtigen Bedingungen haben, dass es ordentlich läuft jetzt. Und ja. Welcome to the harsh lands of Gloomhaven, recruit. You think you have what it takes to become a mercenary out there on the edge of the world? We are paid to venture into the darkest forests of the region and to step into ancient crypts with the unmistakable stench of death and rotting flesh. Lovely places to earn a name for yourself. Be ready to face cutthroats, undead, fearsome tribes and dreadful demons from other realms. You didn't find yourself as a mercenary without knowing how to crack a few skulls, did you? Ja, ich finde den Einleitungstrailer oder wie man das auch immer nennt, ich finde ihn so geil gemacht, ich finde ihn so super. Insgesamt ein tolles Spiel. Wer es nicht weiß, es ist 1 zu 1 das Brettspiel. Ich nicht ganz 0,99 das Brettspiel. Da gibt es so ein paar Sachen, auf die wir gestoßen sind, wo ich in der Vergangenheit von der Community unglaublich viel Input bekommen habe, wo ich mich super drüber freue. Also okay. Ihr sollt wissen, wir haben ein Brettspiel, das wir jetzt spielen, im PC. Und es ist immer noch mein großer Wunsch, dass es von diesen Spielen viel, viel, viel mehr gibt. Wildermyth, Gloomhaven sind super Beispiele. Sorry, dass ich ein anderes Let's Play jetzt hier noch nenne dazu, ja. Wo ich einfach sage, das sind so Spiele, die da, die holen einen ab. Echt, also mich holen die total ab. Aber ist jetzt auch wurscht, egal. Ja, bevor du dich in die schreckliche Wildnis rund um Gloomhaven wagst, brauchst du mindestens zwei Söldner. Ja.
Also diese Anfangstipps, die brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal alle vorlesen. Ich werde auch nochmal gucken, wo dann die optimale Position für mich ist. Ja, in den ganz alten Let's Plays bin ich nicht zu sehen und mittlerweile bin ich zu sehen. Mehrheitsbeschluss meiner Community. So, wie gesagt, das ist so ein bisschen speziell. Okay. Meine erste Folge. Es führt dich ja natürlich echt tatsächlich nochmal mit solchen Fensterchen durch, was ich toll finde. Man findet dadurch auch wieder rein. So, jetzt Achtung. Es ist etwas, was ich nicht leiden kann, sind Deckbuilders. Deckbuilders sind so, ich habe sehr gerne Magic the Gathering gespielt, muss ich sagen, hat auch das eine oder andere witzige Deck gebaut. Habe auch bis heute noch meine zwei Lieblingsdecks einsatzbereit zu Hause. Die sind absolut nicht turnierfähig. Ein Deck zu erstellen und zu machen ist gut, aber hier haben wir ein Rollenspiel mit Helden und es ist so ein Deckbuilder dabei. Das ist das erste und einzige Spiel, und das sage ich euch jetzt ganz klar, wo ich diesen Deckbuilder, und wenn man drüber nachdenkt, wer das entworfen hat und dass das jetzt halt nicht ein Riesenteam war, dieses Brettspiel, sondern ein Mensch, genial. Genial. Also das Prinzip ist genial, aber es ist auch sau schwer. So. Es ist so, dass viele geschrieben haben in dem letzten Jahr, also über einem Jahr, welche Helden sie gut finden und warum. Und bei all diesen Ausführungen zum Beispiel war sehr oft, nimm auf jeden Fall die Spruchweberin, die ist eine der coolsten und stärksten Helden. Ich sag euch gleich dazu, die Spruchweberin, ja, das ist sie. Aber sie liegt mir nicht. Sie liegt mir einfach nicht. Bitte akzeptiert das. Es gibt Spielstile, die passen nicht zu einem. Damit kommt man nicht klar. Es ist für andere logisch. Ah ja, die Reihenfolge und so und so. Und dann haue ich da 84 Schaden raus. Super geil, wenn ihr das könnt. Und wenn ihr das so antizipiert habt. Ich bewundere euch. Ich würde am liebsten mit euch zusammenspielen. Für mich ist das nichts. Ich bin ein bisschen einfacher gestrickt, vor allen Dingen nicht den Intellekt von der Monali, den habe ich nicht. Deswegen muss ich gucken, dass ich Charaktere auswähle, mit denen ich eigentlich klarkomme. So, jetzt kann man sagen, ja gut, dann nimmst du halt die Brutalos und die Einfachen. Da fällst du mit Gloomhaven auf die Schnauze. Welchen ich einen der besten Einstiegshelden für Neuanfänger finde, und dabei bleibe ich auch, und ich finde sie nicht langweilig, das ist die Schurkin. Die Schurkin hat unglaublich interessante Fähigkeiten, ist unglaublich beweglich. Ich empfehle sie euch, wer das Spiel nicht kennt, mit der Schurkin zu spielen. Sie ist nicht ganz schwach, sie ist verdammt schnell und sie hat unglaublich geile Tricks drauf. Ganz klarer Fall an der Stelle, muss ich fürsprechen, ja? Wen ich nie wieder nehmen werde, ist diesen Barbaren. Ich erwarte, dass er Schaden macht, macht aber nicht. Ist jetzt auch wurscht. Ich will nicht jeden einzelnen Helden jetzt bis zum Ende anreisen. Es gibt halt nur Gründe, warum ich jetzt zum Beispiel auf die drei hier eingehe. Das hat mit unseren alten Let's Plays auf jeden Fall zu tun. So. Dann haben wir uns irgendwann aus bekannten Gründen verabschiedet, die Monali und ich, weil das einfach uns ein bisschen zu anstrengend war oder anstrengend wurde. Und ich habe mir gesagt, okay, du willst aber Gloomhaven auspacken und welche Helden nimmst du denn jetzt? Und ich sage euch, welche Helden ich nehme. Ich muss aber dazu sagen, jetzt ganz, ganz deutlich, ich muss es ganz, ganz deutlich dazu sagen, es kann sein, dass den zweiten Helden, den ich jetzt am Anfang auswähle, der eher am ehesten ist, wo rausfliegt. Ihr werdet es gleich sehen, ich nehme den zweiten Helden, weil ich das schon immer mal vollziehen will und ich meine, etwas mehr Sicherheit gewonnen zu haben in dem Spiel. Aber der erste Held, der ist ganz klar für mich. Der Rotgardist. Ich finde den Rotgardisten einfach cool. Ich finde ihn einfach sau cool. Seine Schwächen kann kaum etwas außer Schaden zufügen, kann gegen große Einzelgegner Probleme bekommen. Rot ist seine absolute Lieblingsfarbe, das ist definitiv ein Problem. Da brauchen wir aus Gründen nicht uns drüber unterhalten. Seine Stärken sind Auswahl an Nahkampf- und Fernkampfangriffen, die Kombination aus Schild und direktem Schaden, große Initiativenbandbreite ermöglicht Doppelzüge. Was meint denn das Spiel mit Doppelzüge? Ihr werdet es dann sehen, wenn wir reinkommen. Ich möchte mit diesem Walrath, ich muss mir die Namen merken, das ist ein Walrath, auf jeden Fall möchte ich spielen,
Ich weiß, dass er kein ordentlicher Tank ist und ich spiele nur mit zwei Helden und du brauchst einen, der halt einfach Schaden fängt. Ich werde am Anfang unfassbare Schwierigkeiten, glaube ich, bekommen mit dem, was ich davor hatte. So. Also, gut, haben wir gemacht. Klasse wählen. Jetzt muss man einen Namen für den ausdenken, für unseren Rotgardisten. Ich bin ja auch gewillt, mal wieder etwas zu tun. Und ich habe ja so viele tolle, immer noch kommentierende Mitglieder bei mir. Und dann habe ich mein Smartphone mir gezückt. Und dann weiß ich jetzt, einer ist in letzter Zeit unfassbar fleißig und ich bin so dankbar drum, dass er jetzt auch die Möglichkeit hat, so wie viele andere sehr kommentierwürdige Mitglieder, bei mir im Let's Play vorzeitig und schmerzvoll abzuleben. Tweaker kann davon ins Lied singen, Tweaker ist es nicht, es ist Sven. Der heißt Sven. Warum der Sven heißt, lassen wir einfach gut sein. Ja? Der heißt Sven, ihr werdet sehen, Söldner wird erstellt, Sven, okay. Und was möchtest du Sven tun? Ungefragt einfach Sven genannt. Ja, ich weiß, um was es da geht. So. Jetzt haben die eine persönliche Quest in dieser Riesenkampagne. Wenn sie diese persönliche Quest erfüllen, sozusagen ihre Lebensaufgabe, der sie sich gewidmet haben, dann verlassen sie uns als Söldner. Es sind nur Söldner. Es sind keine Leute so, ich will die Welt und das Universum in Folge 3 retten, alle Universen, das Multiversum, ja. Sondern die machen ihren Job und wenn ihr eigenes persönliche Sache, Ziel erreicht wurde, ist es vorbei, sind sie weg. Okay. Er kann einmal stutzte Giganten machen. Schließe 4 Boss-Szenarien des Basisspiels ab. Ich lese gleich vor, was ich als positiv empfinde. Oder schließe 3 verschiedene Szenarien im Dolchwald ab. 3 verschiedene Szenarien im Dolchwald oder 4 Bosse. Ich meine, dass ich im Dolchwald länger brauche als bei den Bossen. Ufz, 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 ufz. Beides den gleichen Helden, kann das sein? Das ist, ja, weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr, ob das Symbol immer das gleiche war. Aber ich habe jetzt die Rückeroberung des Waldes. Ja. Ja, okay, dann machen wir das so. Schließe 3 verschiedene Szenarien im Dolchwald ab. Schalte dann das Szenario Nebeldickicht frei und beende es. Sie kamen in dein Dorf, behaupteten, der Wald gehöre ihnen und verlangten Bezahlung. Ihr habt euch gewehrt, aber die Banditen kamen nur in noch größerer Zahl zurück. Jetzt sind deine Familie und deine Freunde entweder versklavt oder tot. Du musst Hilfe suchen, das Banditenversteck finden und für Gerechtigkeit sorgen. Passt es zu ihm von der Story? Wird sagen, nee, aber wir machen es trotzdem. Und wir wählen jetzt diese persönliche Quest. Und wenn der die schafft, dafür kriegen wir aber auch einen neuen, da wird sich ein neuer Söldner dann für uns offenbaren. Und es ist nicht einer von denen, die jetzt schon in der Auswahl sind. Diese Liste, die da ist, ist doch, es ist nicht alle, die, glaube ich, bei Gloomhaven dabei sind im Brettspiel, aber es ist unglaublich viele, die dann mit der Zeit freigeschalten werden. Man kann durch verschiedene Wege das freischalten, ne? Also es gibt innerhalb der Kampagne oder halt zum Beispiel hier wird ein persönlicher Quest erfüllt. Sven ist der Gruppe beigetreten. Herzlich willkommen im Team. Lauf. Jetzt würde ich sagen, lauf. Das ist jetzt extrem. So, jetzt wird's interessant. Ich möchte noch einen zweiten Charakter oder Charakterin hinzufügen. Einer reicht nicht, wir brauchen 2. Ja, wenn das Spiel mich lassen machen würde, wäre das ganz nett. Ich hatte da eigentlich hatte ich da drauf geklickt. Und die Gedankendiebin ist tatsächlich die nächste, die ich spiele. Es ist unfassbar, unfassbar gaga, die zu nehmen am Anfang. Vor allen Dingen, wenn man das Spiel nicht so gut kann, wie ich das eben nur bis zu einem überschaubaren Maß machen kann. Und entsprechend wird das interessant, ja. Also, ich weiß nicht, ob ich mit ihr klarkomme. Auf und los geht's. Stärken. Mächtige Aufwertungseffekte für Nahkampfangriffe. Ihr habt euch gemerkt, der andere kann Doppelangriffe und viele fiese Nahkampfangriffe raushauen. Damit versuche ich
ja, eine Synergie zu erzielen. Gedankenkontrolle-Fähigkeiten. Damit versuche ich, Damage zu verhindern. Nicht nur das, ich versuche, Einheiten zu erhalten, um sie dann ihren Angriff nicht nur die Runde zu verlieren, sondern auch noch gegen die eigenen Leute zu richten. Ich kann beschworene Einheit herbeirufen. Das will ich auch spielen, um Schaden abzufangen. Ja? So, Schwächen anfällig im Nahkampf. Oh ja, die Gedankendiebing ist sofort weg. Wenn ich da nicht super hyper aufpasse, ist sie sofort weg. Aufwertungssystem recht komplex. Allerdings, da bin ich nicht so sicher, ob ich mit klarkomme. Vielleicht muss ich mich da parallel mal in meiner Freizeit nochmal einlesen. Werden oft mit einer Riesenratte verwechselt. Das finde ich jetzt ein Skandal. Also das unter anderem, wenn ich mir die so angucke, das muss ich unbedingt erwähnen, das sind so ziemlich die besten Rattenwesen, die es so gibt da draußen in der Fantasy-Welt. Also auch optisch finde ich einfach, ne? Okay. Ich hader wirklich arg mit der Entscheidung, Leute. Ihr merkt es ja auch. So, und da habe ich noch ein Community-Mitglied neu dazugestoßen. Seit ein paar Wochen. Nadja. Nein, Nadja sieht so nicht im echten Leben aus. Ich weiß auch nicht, wie Nadja aussieht, aber so sieht sie nicht aus. Sollten wir erstellen. Und was machen wir? Oh ja, die Suche nach Xorn, das passt doch so. Also da habe ich mich schon entschieden. Und leider, wie gesagt, leider Leute, ich kenne die Symbole nicht. Ich weiß nicht, was für ein Gloomhaven-Held dahinter steckt. Ich würde das gerne manchmal wissen, ja. Natürlich finde ich so ein Quallen-Gesicht interessant. Den will ich gerne freischalten. Egal, los geht's. Schließe 3 Krypta-Szenarien ab, schalte dann das Szenario Verseuchter Kellerfei und beende es. Schon als Kind konntest du den Ruf Xorns spüren, einst wurde er als Gott verehrt. Doch seine Anhängerschaft ist schon lange vernichtet und aufgelöst, aber du vernimmst seinen Ruf. Du wirst nach Gloomhaven reisen, wie er es verlangt, und wirst seine Überreste finden und ihn befreien. Die Seuche wird erneut entfesselt. Yes, yes. Nadja ist der Gruppe beigetreten. Schön. Gut. Wir haben jetzt alles, was wir benötigen. Und können gleich ins erste Szenario übergehen, wenn wir noch beim Händler waren. So, der Händler. Hier nochmal alles jetzt im Detail zu erklären, wird ein bisschen schwierig. Vielleicht statte ich meine Helden jetzt gleich aus mit verschiedenen Dingen. Damit ihr diese nervigen Ausrufezeichen loswerdet, müsst ihr über dieses Ausrufezeichen drüber kommen. Und ich überlege nun, Dinge zu kaufen. Ich habe mich aber noch nicht entschieden, ob ich das so tun werde. Ich werde auf jeden Fall Heiltränke brauchen. Das steht ganz außer Frage. Kaufen für Sven, das ist wichtig. Passt da auf, wem ihr was kauft. So. Kleiner Heiltrank. Und wir gehen jetzt noch auf sie. Und es ist noch, auch das nochmals mag erwähnt sein, das ist unglaublich wichtig, dass ihr eure Helden vor der ersten Mission so eine kleine Grundausstattung macht. Ne? Das muss sein, weil es ist von Anfang an dieses Spiel so nach dem Motto, ja, nimm mich auf die leichte Schulter und du wirst es bereuen. Ja? Muss ich ganz ehrlich sagen, da ist das Spiel wirklich so. Ich überlege, welche Rüstung ich diesmal nehme. Ich finde die Lederrüstung, dass die ersten, also wenn du die nächsten beiden Male angegriffen wirst, erhält der Angreifer Nachteil für diesen Angriff. Danach ist diese Lederrüstung sozusagen zerfetzt und funktioniert nicht mehr. Aber Gegner, die mit Nachteil angreifen, das finde ich immer sehr interessant. Nachteil ist wichtig, dass das so ist. Also, ich versuche mal früh mit dieser Rüstung auf unserem Sven zu spielen. Ja. Gegenstand kaufen. Da auch hier werden sich die Geister scheiden. Ja? Also, wie man das angeht, wie man das spielt. Ich versuche es vorsichtig zu machen. Ja? So, sie will ich ein bisschen fieser spielen. Auch hier habe ich ein ganz, ganz mieses Gefühl mit.
Ich könnte einen Giftdolch zum Beispiel machen, füge bei einem Nahkampfangriff einen Einzelangriff mit Gift durch. Sie soll aber gar nicht in Nahkampf gehen. Ich schau mal, was das andere kostet. Nee, dann kann ich das, was ich im Köpfchen hatte, nicht machen, bei ihr zumindest. Ich überlege, dafür die Wanderstiefel früh zu holen, dass sie etwas beweglicher wäre. Dann kriegt sie die Wanderstiefel. Die Beweglichkeit in dem Spiel, unglaublich wichtig, wie in jedem rundenbasierenden Spiel. Sagt da, kann man gewinnen oder verlieren, ne? Mit solchen Sachen. So, hatten die irgendwas noch dabei? Die hatten nichts dabei, ja? Wir spielen ja die Kampagne. Stimmt, stimmt. Okay, verstehe. Ah. Wir haben eine kleine Stadtbegegnung gleich am Anfang. Ich hoffe, dass wir da einen kleinen Vorteil haben, weil die Stadtbegegnungen, die machen mir immer furchtbaren Angst. Stadtbegegnungen. Als sich der Tag dem Ende neigt, schlendert ihr gemütlich durch eine belebte Marktstraße. Hey, hier drüben! Ihr schaut euch um und entdeckt eine schmutzige Ratze. Übrigens heißt diese Spezies so Ratzen. Die euch aus einer dunklen Gasse zuwinkt. Ja, ihr grimmigen Typen, ich hab hier was, das euch interessieren könnte. Die Ratze hält euch ein schleimiges Metallstück unter die Nase. Aus der Kanalisation. Kann die Schrift nicht lesen, aber ist bestimmt wertvoll. Für 10 Gold gehört sie euch. Ich kann dafür nicht bezahlen. Weigert euch zu zahlen, Ratzen sind nicht vertrauenswürdig. Lachend scheucht ihr die Ratze fort. Ihr kennt einen zwielichtigen Betrüger, wenn ihr einen seht. Und dieses Stück Abfall war einfach nur eklig. Okay, das war schon mal irrelevant. Und wir haben einen Quest verfügbar. Das wird bestimmt der Quest sein, den wir immer haben. So, Straßenraub sucht einen verschollenen Schmied. Aha, genau. Da könnte ich hinreißen. Das ist jetzt zum Beispiel DLC-Inhalt. Ich werde jetzt mal den DLC-Inhalt zunächst einmal versuchen wegzuhalten. Wir gehen direkt zur Hauptquest-Reihe und spielen da uns durch. Und den DLC-Inhalt halte ich im Hintergrund. Wenn dann wenn ich denke, jetzt ist es sinnvoll, das zu machen, werde ich es tun. Ich werde jetzt erstmal mich, sage ich mal, im Bereich des Standardspiels bewegen. Schwarzgraf. Jeder muss essen. Diese Tatsache wird sich auch hier draußen am Rande der Welt niemals ändern. Ganz egal, was euch nach Gloomhaven führt, mit leerem Magen kann ein Söldner nicht kämpfen. Als euch der Herr Yexera im schlafenden Löwen anspricht und 10 Goldmünzen dafür bietet, einen Dieb aufzuspüren und das Diebesgut zu bergen, ist das ein guter Grund, langsam nüchtern zu werden und die Zeche zu begleichen. Die in einen scharlachfarbenen Mantel gehüllte Walrath ist mit genug Goldschmuck behangen, um davon jahrelang zu leben. Der Dieb hat wichtige Dokumente gestohlen, sagt die rothäugige Händlerin. Ihr Schwanz zuckt unruhig hin und her. Es kümmert mich nicht, was ihr mit ihm anstellt. Bringt mir nur mein Eigentum zurück. Dank Yexeras Beschreibung war es ein leichtes, aus ein paar Straßenschlägern herauszuprügeln, wo sich das Versteck der Diebe befindet. Ihr wärt nicht als Söldner in Gloomhaven gelandet, wenn ihr nicht wüsstet, wie man Schädel einschlägt. Euer Ziel ist also Schwarzgrab, sicher ein liebreizender Ort. Eine Wegbegegnung kommt jetzt. Der Weg zu eurem Ziel ist nicht so direkt, wie ihr hofft, weshalb ihr eine Abkürzung durch ein kleines Wäldchen nehmt. Dort entdeckt ihr einige Rehe. Sie sind noch weit entfernt und haben euch nicht bemerkt. Vorsichtig nähert ihr euch. Schießt auf eines der Rehe. Beobachtet die Rehe nur für eine Weile. Also ich weiß jetzt nicht, wie dieser Quest, sorry fürs aus dem Bild rollen, mit meinem Quietschestuhl, den ich noch habe. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Quest wirkt, aber wir haben keinen guten Fernkämpfer. Ich schieße nicht unter dem Aspekt, wir beobachten die Rehe nur für eine Weile. Wir wurden dadurch gesegnet. Ihr genießt es, den Tieren beim Grasen zuzusehen, als plötzlich ein Pfeil abgeschossen wird und eines der größeren Rehe trifft. Es will davon springen, bricht aber kurz darauf zusammen. Dann seht ihr eine große Inox hinter einem Busch auftauchen.
Ich dachte schon, ihr wolltet Dummheiten machen. Danke, dass ihr mir nicht in den Weg gekommen seid. Lasst mich zum Dank die Beute mit euch teilen. Du wurdest gesegnet. Gesegnet ist super gut, weil wir dann einfach mehr Damage dealen können, wenn die Segenkarte gezogen wird. Der Hügel ist leicht zu finden. Von kurz hinter dem Neumarkttor aus sieht man, wie er aus dem Totenhain hervorlugt, wie eine Ratte unter einem Teppich. Beim Näherkommen seht ihr, dass er aus schwarzer Erde besteht. Eine ausgetretene Steintreppe führt durch einen den kleinen überwuchenden Eingang in die Dunkelheit hinab. Beim Abstieg bemerkt ihr dankbar einen Lichtschein von unten. Leider wird das Licht vom unverkennbaren Gestank des Todes begleitet. Ihr sinnt darüber nach, was für Diebe ihr Lager wohl an einem solchen grässlichen Ort aufschlagen, als ihr das Treppenende erreicht. Dort findet ihr die Antwort. Ein Haufen grobschlächtiger Halsabschneider, die nicht sonderlich erfreut über euren plötzlichen Besuch sind. Weiter hinten ist einer, auf den die Beschreibung des Gesuchten passt. Okay. Okay, gut. Wichtig jetzt auch noch ist die Kartenauswahl in dem Spiel. Ja? Wir haben jetzt noch nichts in dieser Mission gemacht und es ist eine halbe Stunde vergangen. Und ich werde jetzt Folgendes tun, Leute. Ich habe ja vor, euch so ein bisschen hier durchzuführen, eine Kartenauswahl zu treffen, wenn man die nicht in der Hand hat und sie nicht einmal sortieren kann, das geht immer noch nicht, die Sortierungsfunktion ist super, super, super anstrengend, Leute. Deswegen drücke ich kurz auf Pause und entscheide mich jetzt in Ruhe für die Karten. Und wir sehen uns noch, ja, also ich mache das jetzt so, für euch wird es eh nur ein kurzer Ruckler sein, dass wir auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Gekämpfe sehen, weil sonst ist diese Folge zu langweilig. Bis gleich. So, ich meine mich entschieden zu haben für meine Anfangskarten. Wie die Kartenmechaniken gehen, darauf gehe ich während des Spiels ein. Die können verbrennen, die werden verbraucht. Man muss Ausdauer verwenden, um sich wieder zu heilen und vieles, vieles, vieles mehr. Sei es drum, machen wir später. Ich habe mich für ein Moveset entschieden und ihr werdet es sehen. Okay? So, akrobatisch. Verbrenne eine Karte, um 5 oder mehr Schaden zu negieren. Das werde ich nicht töten während des Szenarios. Ein Monster verursache dabei mindestens 4 Schaden, mehr als notwendig. Boah. Und dann werde ich beides nicht schaffen. Meine Tagesquest. Töte ein Monster und erbeute im selben Zug die freigelassenen Münzmarker. Das könnte klappen. Sammle mehr Münzmarker als jeder andere Charakter. Dann sammelt Nadja, die ist egoistisch, die sammelt erstmal ein. So kennen wir die Nadja, so und nicht anders. Ist aber bei mir Tradition, also wirklich, wenn ihr als Community-Mitglied viel kommentiert und mitmacht und so Sachen, dann kann es passieren, dass ihr bei mir in den Let's Plays ein bisschen auftaucht. Ich warne euch nur vor. So viele Community-Mitglieder können es im Laufe des Let's Plays nicht sein. Wünscht mir bitte viel Glück. Die Folge hat Überlänge, das ist mir bewusst. Das ist ganz, ganz, ganz absichtlich gewählt. Müsst Zeit mitbringen. Erzähler. Kümmert euch um die Unglücksraben, sagt er und verlässt den Raum. Ihr könnt seinen Umriss noch vage erkennen, als er sich durch einen Gang und eine Tür zur Linken zurückzieht. Es kommt nicht alle Tage vor, dass jemand so dumm ist, uns die Wertsachen selbst zu liefern, grinst einer von den größeren Banditen und zieht eine rostige Klinge. Wir töten euch jetzt. Was für Narren. Hättet ihr Wertsachen, wärt ihr erst gar nicht hier heruntergekommen. Ja, es ist auch immer ein Witz und Ironie dabei. Das kommt auch noch dazu. Und jetzt heißt es, los geht's. Zunächst einmal können wir unsere Helden aufstellen in einer gewissen Aufstellungszone. Und ich muss natürlich aufpassen, denn die, also wie soll ich sagen, in der ersten Mission, ne, in der ersten Mission der Kampagne, kriegst du einfach einen Elite-Banditenwache vor deine Nase gesetzt und die ist nicht einfach zu handeln. Die können sich 2 Felder bewegen und ich will jetzt aber nicht, dass die Initiative ergreifen können. Und wenn ihr das Spiel nicht kennt, dann wisst ihr nicht, dass diese Mistsäcke auch noch Dolche haben, mit denen sie werfen können. Es ist so unglaublich gemein. Ja? Heißt, wir müssen die drankommen lassen und hoffen, dass sie nicht ihre Dolchkarte ziehen.
Das Schöne an dem Spiel ist, ihr müsst richtig Einheitenkunde betreiben. Ihr habt nichts anderes, als ihr müsst ein Pokédex, ein Gloomy-Dex anlegen, ja. Denn normalerweise muss der Spielleiter euch, glaube ich, bei dem Spiel nicht alles verraten, wie auch diese Monster-Decks zusammengestellt sind. Die haben, glaube ich, 8 Karten oder sowas war's. Ich würde es so gerne mal in echt spielen, aber es bleibt Träumerei, Leute. Bitte schreibt mir nicht nochmal, bitte komm vorbei, ich schaff's nicht. Mit zwei Reproduktionsprodukten ist es unmöglich und undenkbar, Leute, zurzeit. Für erstmal die nächsten Jahre. Und wer weiß, was noch alles kommt. Also hakt's einfach ab, okay? Hakt's einfach ab. Das kann ich leider nicht realisieren. So. Ich habe jetzt vor, natürlich etwas zu nehmen, was eine Initiative hat, die möglichst hohe Zahl hat. Also ich finde es bis heute verwirrend. Möglichst hohe Zahl, damit ich spät dran bin. So, ich finde die Flammensichel zum Beispiel ganz gut, weil sie schon mal 3 Schaden raushaut. Sie kann die Gegner ranziehen. Ja, also, ne? Ich glaube, ich nehme das. Und dann muss ich jetzt... Es war erst der obere Bereich der Karte, als nächstes muss ich den unteren Bereich der Karte wählen. Das heißt, die nächste Karte sind jetzt nur noch die unteren Werte wichtig. Und dann will ich jetzt irgendwie gucken, ob ich irgendwas finde, wo mir viel Schaden mitmachen. Viel Schaden. Aber unten ist meistens nicht so wirklich die Schadensachen. Ne? Das ist so. Das ist einfach so. Jetzt gucken wir mal, da war jetzt nichts so Tolles dabei. Ja, der hat einfach tolle Fähigkeiten. Das Problem ist jetzt bei dem Spiel, ihr müsst jetzt wissen, welche von euren Karten nehmt ihr jetzt? Ah, die gefällt mir, was unten steht. Dann wählt ihr das aus und seht ihr aber oben, das könnte aber auch nochmal sinnvoll sein in einer anderen Runde. Ich will es natürlich jetzt nicht zu sehr übertreiben. Ich weiß, Bencake, was machst du da? Aber es ist natürlich auch ein bisschen die Nervosität, die jetzt da so ein bisschen mitspielt. Ich denke, ich nehme den Sonnenkrieger. Und dann schauen wir mal. Die nagende Horde will ich noch nicht, weil diese Ratte, die ich da beschwören kann. Der Rasputin. der kommt nicht weit, weil er nur ein Feld sich bewegen kann. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Was können wir nehmen? Also die hat auch von Initiative hier ganz, ganz, ganz miese Sachen, ne? Von Initiative hat sie auch ganz, ganz Karten, dass sie so langsam ist. Sie hat ein paar super schnelle und dann sehr, sehr langsame Karten. Okay, ich muss irgendwie schauen. Für jeden negativen Zustand und ziehe bis 2 Angriffe hinzu. Ja, das ist aber klar. Das verbrennt auch. Wie bin ich vorgegangen bei den Karten? Ich habe zunächst einmal nur die Karten ausgewählt, die nicht verbrennen. Also am besten ist es mit ihr, viele Zustände hinzubekommen. Okay, ich nehme die Schreckensklinge auf jeden Fall. Naja, das ist auf jeden Fall... Ja, ich bin mir nicht so sicher. Außer am Ende. Los geht's. So, die bewegen sich und sie machen natürlich ihren Dolchangriff. Ich bin hinten geblieben, um keinen Schaden zu bekommen. Es hat mir nichts genutzt. Sie können sich bewegen und dann ihren Fernkampfangriff machen. Ne? Bei dem reicht die Reichweite. Minus 1 hat im Nachteil angegriffen. Das heißt, sein Schaden, den er jetzt normalerweise macht, er muss Kartendeck eine Karte ziehen und die sagt ihm, wie viel Plus oder Minus
an Schaden sein Angriffswurf macht. Angriff. Uffs. Autsch. Ne? So, die hat 6 Leben. Das sind solche Angriffe natürlich schon tödlich. Tödlich. Ja. Die dürften eigentlich gar nicht passieren. Aber es ist halt so heftig, wenn ihr zu zweit spielt, dieses Spiel. Das ist so, so, so gemein. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir einen Gegner möglichst kaputt kriegen. Und dann ziehen wir ihn hier. Jetzt wollen wir erstmal das Ziel bestätigen. Und dann können wir hierhin ziehen, bestätigen machen. Okay, ist gelungen. Und als nächstes können wir unseren zweiten Angriff durchführen mit 2 Angriff. Direkt den vor uns und nochmal attackieren. Mit plus 1 haben wir es geschafft. Sehr schön. Zug vom Rotgardisten beenden. Also der Rotgardist hat in einer Runde es geschafft, einen der feindlichen Diebe zu besiegen. Ob mir das immer so gelingt, das ist fragwürdig. Ne? Okay, so als nächstes muss ich schauen, wie ich es hinbekomme. Ich kann jetzt zum Beispiel hier machen, dass ich eine Lähmung vollziehe für einen Gegner, visiere einen angrenzenden Gegner an und laufe dann weg. Das Problem ist, ich habe jetzt keinen angrenzenden Gegner. Ich hätte nie gedacht, dass der das auch schafft, so dahin irgendwie zu kommen. Ich kann jetzt auch Karten anders nutzen. Ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, dass ich jetzt mit ihr mich einfach nur bewege, ja, zum Beispiel in irgendeine Ecke, um weiter wegzukommen, ja. Oder ich laufe halt zum Gegner hin, ja, greife ihn an, schiebe ihn weg oder sonst irgendwas. Ehrlich gesagt, ich habe schon so richtig Angst um sie. Ich weiß nicht, ob ich mit ihr überhaupt überleben kann, wenn ich so bleibe, wie ich jetzt hier stehen bleibe. So, ich werde jetzt versuchen, einen Move zu machen, der mich hoffentlich irgendwie noch retten wird. Ich werde ziemlich, ziemlich, ziemlich feige sein. Also machen wir erstmal rückgängig machen. Ich ziehe mich mit ihr hier zurück. Und diesen Angriff überspringe ich. Runde 2. Hello. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr wisst, jetzt können wir einen Move machen, den ich sozusagen wie so ein Doppelmove sehen würde. Aber jetzt halt mit ihr. Ne? Jetzt muss ich eine Karte wählen mit einer möglichst hohen Initiative, denn ich muss meine nagende Horde meiner Meinung nach jetzt schon holen, weil sonst machen mich die Banditen, die gehen nachher auf die los, da gibt es klare Spielregeln, wer am nächsten an so einem Rand steht und andere Sachen, die gehen aber auf die los und machen die dann tot und da habe ich echt keinen Bock drauf, dass sie stirbt, deswegen muss sie jetzt so schnell wie möglich dran sein und die nagende Horde ist oben, dann brauche ich eine Karte von unten, Angriff 1 reicht wieder, blopp, dann nehme ich die verdorbene Schneide, nicht falsch vorlesen, heißt, der Pancake hat gesagt. Und dann nehmen wir eine schnelle Karte noch hier. Ziel 2, perfekt. Die flinke Stärke hätte ich gern. Was kann ich denn noch für unten nehmen? Ja, das verbrennt, das will ich nicht. Kommen die näher ran, bleiben sie weg. Heilung kann ich nicht machen, da bin ich jetzt zu weit weg davon. Die kommen näher ran, ist meine Behauptung. Auswahl beenden. Wow, die sind noch vor dem Rotgardisten dran, aber sie machen was Defensives und sie machen einen Nahkampfangriff, der vergiftet. Ich darf mich jetzt nicht neben sie stellen. Das wäre echt bitter. Und jetzt zum Glück ist meine Ratte eigentlich so früh. Jetzt wiederum frage ich mich, ist es richtig, die Ratte zu spielen? Weil wenn die Ratte sich neben dran ist, ist sie sofort wieder tot. Oh Mann. Ne, meine Taktik kann ich nicht spielen. Arg. Arg ist das ärgerlich. Ihr lauft aber nicht, ne? Ihr lauft beide nicht. Ne, ihr lauft beide nicht. Dann sammeln hier mal das Gold ein. Muss mich umentschieden. Umentscheiden. So, füge jedem negativen... Zack, Angriff. Angriff überspringen. Beenden.
Ich hoffe, dass ich zwei Helden konzentriert alleine spiele und dazu führt, dass ich gute Synergien erzeuge und mir die Fähigkeiten genau im Kopf behalte. Ich hoffe es, ich kann es nicht bezeugen. Versprechen. Ich kann es nicht bezeugen. Okay. Tatsächlich ist der jetzt nach denen dran. Ich kann es immer noch nicht fassen, ne? Reichweite 2. Ich gehe vor. Komplett anders als geplant. Komplett anders. Gut, ich gebe es schon zu, dass ich es gesehen habe, dass es die Alternative gibt. Aber ich habe es ja nie gedacht, dass es jetzt genauso passieren wird. Ich habe sie ausgeschlossen. So, jetzt kann ich beide Ziele mit dieser Attacke hier erreichen. Oh oh. Rückgängig machen. Visiere alle angrenzen. Ja gut, da gehe ich nur durch, wenn ich ja plus würfel. Deswegen wird es jetzt mir so angezeigt. Okay. Oh Gott, ich habe gar keinen Schaden gemacht. Aber immerhin gab es dafür EP. EP bekommt ihr durch eure Karten, indem ihr Fähigkeiten einsetzt. Unter anderem. Ja, jetzt steht er da schön bei den anderen zwei. Und kommt nicht mit seinen jämmerlichen Angriffen durch. Ich möchte Angriff von 3 machen und Lähmung, das heißt, einer der Charaktere kann sich nicht mehr bewegen dann. Was mache ich denn mit unten? Heilung 2. Ja. Überleg gar nichts mehr anderes und sie muss jetzt nach ihm drankommen. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ja, ich zwinge einen Gegner einfach zu laufen. Da habe ich jetzt Lust zu. Also die Karten, die ich da so habe mit ihr, das wird wirklich schwierig noch. Das wird wirklich schwierig. Fortfahren. So, wen von den beiden Dudes lähmen wir jetzt? Wer darf sich nicht mehr bewegen? Ich will, dass der sich nicht mehr bewegen kann. Deswegen greife ich ihn an. Mit minus 1 natürlich ganz, ganz schlecht. Bewegung 1, Angriff 4 ist das übelste Sorte. Jetzt heile ich sie. Ja, und normalerweise müssten die jetzt ihre Angriffe auf den Rotgardisten anwenden und davor habe ich auch echt Angst. 4 Schaden, ja, das war klar. 2 Schaden, das war auch leider klar. Das hat wehgetan. Das hat richtig, richtig, richtig wehgetan. Okay.
Und die vierte Runde beginnt. Mal gucken, ob ich durch diesen Raum noch durchkomme. Ich muss auf die Uhr achten. Also normalerweise gibt es bei mir dann in Zukunft halbe Stundenfolgen. Die ist jetzt sozusagen eine Doppelfolge, ja. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? Dann, wenn wir immer so eine halbe Stunde, denke ich, schon mal spielen. Ja, das brauche ich nicht. Das könnte sein, dass es gut ist. Brauche ich auch nicht. Ich denke mal, dass ich jetzt hier erst eher mit der Blendsichel arbeite. Und jo, jetzt wird es interessant. Ich würde einfach vorschlagen, Standardschaden zu machen. Wir könnten uns auch unsichtbar machen, aber das bringt es. Wir könnten aber mit dieser Karte gut laufen. Ja, so machen wir es. Mist. Bewegung, Angriff, Stärkung. Okay, okay. Diesmal brauchen sie ein bisschen länger für ihre Attacke. So viel steht fest. Okay. Der hat jetzt natürlich keine negativen Zustände drauf. Trotzdem mit plus 1 hat sie schon mal 3 Schaden gemacht. Das ist ganz nett. Dafür kriegt sie auch jetzt wieder eine EP. Die Gedankendiebin beendet ihren Zug. Wir werden jetzt erstmal die Heilung auf uns selbst spielen. Ja, der hat 10, ne? Ziel bestätigen. Also ein Item, das könnt ihr nebenher benutzen. Und dann werde ich nochmal hier alle angrenzenden Gegner erhalten einen Schaden. Also sicherer Area of Effect Schaden. Mehr konnte ich jetzt in der Runde nicht tun. Ja, Fertigkeit überspringen. Ich kann nichts erbeuten. Ja, und dann sind die wieder dran. So ist das. 3 Schaden schon wieder erhalten. Aua. Uff, da habe ich jetzt aber Glück gehabt. Minus 1. Tja, Sven hat noch 2 Karten. Die wähle ich jetzt aus. Sie hat jetzt erstmal noch 2 Karten. Die wähle ich aus. Auswahl beenden. Und dann gucken wir mal, was Beste draus machen können. Wir sind vor denen dran. Und jetzt sollten wir Schaden austeilen. So gut das geht. So gut das eben geht. Sie bewegt sich 2, heilt sich dabei. Sie hat schon ein paar interessante Fähigkeiten, so ist das nicht. Ihr Aufwertungssystem, wie gesagt, das muss ich noch richtig antizipieren. 3 Schaden bei dem gemacht und ich würde sagen, dass wir hier einen guten Charakter haben. So, der Zug vom Rotgard ist, der hat ja jetzt auch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Angriff 2, entwaffen, visiere einen Gegner im Umkreis von 2 Feldern an. Im Umkreis von 2 Feldern sogar. Aber das ist der hier. Und dadurch kann der jetzt in der Runde keinen Schaden mehr machen. Also sein Angriff wird nicht funktionieren. Bewegung 4, springen alle durchquerten Gegner, erleiden einen Schaden. Stattdessen, nee, 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 nee. Wir gehen schön hier rüber. Oh, das mit der Bewegung bestätigen, da muss ich noch ein bisschen aufpassen wieder. Und Zug vom Rotgard ist beendet. Und jetzt haben wir nur noch den einen Typen vor uns. Und jetzt wird das Ganze schon ein bisschen entspannter. Wir machen einfach nur eine kurze Rast. Eine lange Rast will ich hier nicht machen. Das ist Risiko zu hoch. Was eine lange Rast ist, da kommen wir noch dazu. Ja, das wird verbrannt. Das ist mir doch Wumpe. Hier machen wir auch eine kurze Rast. Ja, das wird... Na, ha, 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 ha. Oh, da kriege ich einen Schaden. Wieso will man denn das Spiel jetzt die Seuchenratte rausziehen? Die brauche ich echt noch eigentlich in dem, in der, in dem, in dem. Jetzt hat es einen empathischen Angriff. Die Heilkarte natürlich dafür verbrannt. Ja, okay. Alles klar. Alles klar. Wir reden darüber nicht mehr. So, für jeden negativen Zustand. Ja, das jetzt gut zu steuern, wird wahrscheinlich auch unmöglich sein. Angriff 2, eine Bewegung, bewegen. Ich muss erstmal hin. Ich muss hin. Ich muss jetzt Schaden machen. Bewegung 4. Also ihr kriegt die Karten jetzt wieder. Eine Karte aus eurem Deck
ist nicht mehr verwendbar, habt ihr am Schluss keine Karten mehr, könnt ihr keine Aktionen machen, der Held gilt als erschöpft und ist dann tot und flieht aus dem Dungeon. Es ist so, wenn eure Helden getötet werden oder völlig keine Ausdauer mehr haben und sie keine Karten mehr einsetzen nach gewissen Rundenanzahl, dann habt ihr dieses Verlies verloren, aber eure Helden sind nicht vollständig tot. Ne? Macht euch da bitte nicht ins Hemd, sondern ihr dürft dann nochmal dieses Level versuchen. Und das macht den Reiz dieses Spieles auch aus, meiner Meinung nach. Angriff, Reichweite, Betäubung. Okay. Dann macht doch das. Und dann in die Nacht. Okay. Das haben wir das gemacht. Und du? Ja, du musst Schaden machen, mein Freund. Und zwar dick und fett. Angriff 3, Lähmung. Das ist, klingt schon mal gut. Habe ich noch irgendwas oben besser? Du machst nochmal. Ja, aber bist eh vorher dran. Mystikus. Gott, wenn ich all meine Überlegungen laut ausspreche, dann sind wir ja in 3 Stunden hier erst draußen aus dem Spiel. Das wird noch interessant, wie ich das gestalte. Das weiß ich tatsächlich noch nicht so. Heilung 2, Reichweite, dürfte aber auch sich selbst heilen, wenn ich das richtig sehe. Und deswegen, ich habe jetzt, also wirklich, Leute, ne, ich habe das absichtlich mitgenommen. Ich habe geschaut, dass ich so viele Heilkarten wie möglich dabei habe. Wirklich jetzt, ja. Die für mich sinnvoll erscheinen. Und ihr könnt glauben, es wird ganz viele Denkfehler innerhalb des Spiels noch geben von mir. Das wird noch ganz anstrengend für euch. So, Angriff 1, 2 Reichweite, Betäubung. Ich hoffe, es klappt. Hat schon mal keinen Schaden gemacht. Aber die ist betäubt und ich glaube, betäubt ist jedem klar, was es bedeutet. Ich nutze die Erbeutefähigkeit. Gut. Damit hätte ich den Zug von der Gedankendiebingen beendet. Und dann könnten wir uns erstmal selbst heilen. Frisch draufhauen ist immer besser. Und dann schlagen wir bei dem Typen. Und deswegen ich auch kräftig zu. Deswegen habe ich auch zu euch gesagt, das ist nicht so einfach, ne? Batz, jetzt ist er gelähmt und betäubt. Und jetzt ist er gar nichts mehr davon. Das heißt, all meine schönen Statusveränderungen sind jetzt erstmal weg. So. Angriff 3, Lähmung. Okay, und dann will ich irgendeine schnelle Karte haben. Angriff 2. Okay. So, du solltest dich bewegen. Einfach bewegen. Ich bin jetzt irgendwie froh, dass ich meine Ratte damals nicht, Rasputin damals nicht gespielt habe. Hätte mich nämlich echt geärgert darüber. Go. Mist. Ich hätte gehofft, dass die 48 noch reicht und er sich irgendwie sowas Mächtiges jetzt zusammenklamüsert. Aber gut, dann halt nicht. Das ist ein Nahkampfangriff auf 2 Reichweite. Das kann ja nicht sein. Ja, eben. Ich gerade sagen, da stimmt doch was nicht. Ah, da habe ich nicht gut aufgepasst. Egal, wir greifen erstmal so an. Ein Schaden. Wurscht, egal. Ob wir jetzt mit Nachteil angreifen, weil wir in der Nähe sind. Nochmal ein Schaden. Langsam, aber sicher. Wird es ihm immer schlechter. Jeder einen Schaden mir gegeben. Okay, muss ich durch. Kann ich jetzt nicht ändern. Und jetzt hoffe ich doch, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertan habe, komme ich mit dieser Bewegung, ich hätte auch mit der Standardbewegung da hingekommen, wäre auch da hingekommen. Das könnt ihr auch immer auswählen. Standardangriff, Standardbewegung könnt ihr immer auswählen. Bewegung überspringen, sehr schön. Und dann kommt jetzt hier der Angriff. Wir haben leider keinen Zustand bei dem drauf. Schaffen wir es? Doch, wir schaffen es.
Jo. Runde 8, Stopp, gute Nacht um 8. Die Folge hat die Stunde erreicht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich bin sehr gespannt, wie das ankommt, wenn Bencake alleine Gloomhaven spielt und solche Mega-Folgen macht. Also, liken, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Bencake28.